müssen Oberkommissar Thomas Tschech und Kommissar Michael Smolik gleich zwei brutale Gewaltdelikte aufklären. Die 23.11 hört. Brunnenstraße. Anliegen der Wendehammer. Eine Frau meldet, dass sie und ihr Mann von zwei Männern angegriffen werden. Sonderrechte frei. Ja, verstanden. Wir sind ganz in der Nähe. Passt ja. Die Beamten eilen einem Ehepaar zu Hilfe. Sie erfahren, dass die beiden gerade in den Urlaub aufbrechen wollten und dann plötzlich von zwei Männern attackiert wurden. Da ist der Wender, cool. Ist da irgendwas? Oh, guck mal, schau mal. Das gibt's doch gar nicht. Hey! Hey! Das Ding runter! Das Ding runter, komm! Lass ihn! Lass ihn! Alles klar? Scheißteil weg. Du Scheiße, was macht ihr hier? Komm raus! Halt die Fresse! Ich hätte erst meine Fresse! Bist jetzt ruhig! Ich bin nicht ruhig! Du machst deine Pause! Also bei Gewalteinwirkungen gegen Personen oder eben Sachen ist überhaupt keine Zeit für Samthandschuhe. Da muss man natürlich schon ein bisschen grober vorgehen und den Leuten keine Chance geben. Wer sind Sie? Heftig. Ist er verletzt? Ja. Egon, für Streife vor Ort. Wir brauchen unbedingt einen RTW hier in diese Straße an genannten Einsatzort. Wir haben eine verletzte Person. Kopfplatzwunde. So, pass auf, dreh dich um. Ja, rutsch dich an. Er ist bewusstlos. Bitte schnell RTW. Ich helf dir. Hey, ruhig. So, jetzt aufstehen. Ja, der Insasse des Fahrzeuges war schwer verletzt. Das war auch nach der Abarbeitung der beiden Aspiranten, die wir da noch hatten, war das erstmal das Wichtigste, dass der Mann versorgt wird. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich setze den kurzen Streifen an, komme ich sofort zu Ihnen, okay? Und mit. Bei ihrer Ermittlungsarbeit stellen die Polizisten schnell das Motiv der Täter fest. Die beiden zeigen keinerlei Reue, dass sie den Ehemann so schwer verletzt haben. Das ist ein Vergewaltiger. Das steht auch hier drauf, das ist ein Vergewaltiger. Ja, Andrea, okay. Komm mal her, der Mann sitzt hier. Glasscherben liegen drauf. Sowas geht einfach nicht. Sowas geht einfach nicht. Sowas hat die nicht zu suchen. Seien Sie jetzt mal ganz still, okay? Der bewusstlose Mann hat eine schwere Kopfverletzung erlitten, zugefügt mit einem Baseballschläger. Bei der Sicherung der Tatwaffe macht Kommissar Tschech eine seltsame Entdeckung. Hier ist auch Schmiererei auf dem Wohnwagen. Das muss auch von den beiden sein. Wenn du es mal anschaust. Aha. Ja, siehst du, jetzt gehört auch das zusammen. Wie kommen die jungen Männer denn zu der Aussage? Ich weiß Wiederholen. Nicht, keine Ahnung. Also für uns hat sich so dargestellt, dass die Schläger so eine Art Rachefeldzug da wohl durchführen, so wie es sich im ersten Augenblick dargestellt hat. Natürlich haben wir dann die Aufschrift auf dem Wohnwagen gesehen und haben das dann so ein bisschen in Verbindung gebracht. Das kann man nicht glauben. Was sollte bitte schon mein Mann damit zu tun haben? Ich weiß es nicht. Die Beamten sichern zunächst den Tatort und sorgen dafür, dass der verletzte Ehemann stabilisiert werden kann, bevor er ins Krankenhaus kommt. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie plötzlich auf Ungereimtheiten. Die Schläger behaupten, dass sie den Wohnwagen nicht beschmiert haben, sondern dass er bereits mit dem Schriftzug versehen war. Ich habe noch eine Frage. Und zwar der Wohnwagen. Also ihr seid ja losgefahren von hier. Wo stand der Wohnwagen genau? Ja, hier vorne. Der stand bei euch hier? Genau, vor der Tür. Und dann wollten wir einmal so rumdrehen. Ja. Und dann kamen dann die Typen angelaufen und wir haben drauf losgeschlagen. Das ist schon seltsam. Okay, können Sie uns das mal zeigen, wo er stand? Ja, ganz kurz, die Leute, die Sanitäter sind ja bei Ihrem Mann. Hier hat er geparkt? Hier standen hier und der Wohnwagen. Hier hat er geparkt, okay. Genau. Das ist jetzt auch kein Zufall hier, oder? Das ist okay. Das ist nicht, wo war der Wohnwagen? Da hinten? Ja, hier. Hier ist das Auto und hier ist da ungefähr der Wohnwagen. Und wir sind heute Morgen eingestiegen und mein Mann hat gestern noch den Wohnwagen geparkt und sind gleich los. Und Sie wohnen? 49? Ja, 49. Okay, lass mal kurz sehen. Hier ist rot, hier ist rot, hier ist rot. Da ist auch rot, hier geht's, hier führt's dahin. Tun Sie mir mal bitte einen Gefallen, okay? Gehen Sie mal zu Ihrem Mann zurück. Ja, wir folgen hier mal dieser Spur. Bleiben Sie mal bitte da. Sie gehen zu Ihrem Mann zurück, Sie bleiben bei Ihrem Mann. Wir haben dann rausgefunden, dass die Schmierereien auf der Straße waren. Also haben dann erstmal erfragt, wo stand das Wohnmobil überhaupt. Haben dann gesehen, dass eben eine Spur zu einem Haus führt. Und was wir dann vorgefunden haben, hätten wir nicht gedacht. Ist das eine. Ist doch eine rote Bank, oder nicht? Ja, ja. Ach, warte mal eben. Warte mal. Okay. Pass auf, das ist die gleiche Farbe. Achtung, glaube frisch ich, auf der gestrichen. Bank, oder? Aha. Als wir die Farbspur dann verfolgt haben, haben wir dann erstmal eine rot angemalte Bank vorgefunden mit frischer Farbe, mit einem frischen Pinsel. Und haben dann natürlich bei dieser Familie, wo dieser
diese rot angemalte Bank war, geklingelt, um weitere Sachen zu ermitteln. Guten Tag, die Polizei. Guten Tag. Sind Sie der Herr Meier? So steht's auf dem Klingelschild. Genau. Das gehört nicht schwer. Was kann ich für Sie tun? Die Kommissare klären den Nachbarn der Geschädigten über den Sachverhalt auf. Danach wollen sie mehr über die rote Farbe wissen, die der Mann offenbar kürzlich verwendet hat. Die Bank, ich hatte gestern arbeitsfrei, man muss ja auch mal ein bisschen was tun. Und so habe ich mir quasi die Zeit genommen, um meine Parkbank zu bestreichen, wie Sie sehen. Wunderbar. Hab das alles leer, hab das da stehen lassen, Schild dran gemacht, frisch gestrichen. Ist ja auch alles legitim. Und jetzt ist ja auch alles legitim. Wecken Sie mich, ich dachte, der Bäcker kommt. Okay, den Bäcker sind wir nicht ganz. Ist ja auch alles legitim. Die Sache ist nur die, wir müssen das jetzt natürlich aufklären. Der Nachbar bestreitet vehement, mit der roten Farbe den Wohnwagen des Ehepaars besudelt zu haben. Er holt seine Tochter dazu, die seine Unschuld bezeugen soll. Hallo. Komm mal runter, Schatz. Hallo. Bist du die Selina? Darf ich dich duzen? Ja, hallo. Du bist die Selina? Ja. Ich erkläre dir mal ganz kurz den Sachverhalt. Und zwar, wir sind angekommen. Sie ist gerade ein bisschen eingeschüchtert, wie Sie sehen. Das ist ja kein Problem. Wir sind hier, um zu helfen. Ja. Wir sind gekommen, haben gesehen, wie eben zwei Leute auf ein Auto eingeschlagen haben. Die haben wir festgenommen. Die haben die ganze Zeit was von Vergewaltiger geredet. Okay. Entschuldigung, Vergewaltiger? Ihre Hände. Warum verstecken Sie so ein Sweatshirt? Was ist mit meinen Händen? Ja, zeigen Sie mal bitte. Dürfen Sie mal sehen? Wir möchten Sie mal ganz gerne sehen. Zeigen Sie mal bitte Ihre Handflächen. Einfach Ihre Hand. Warum soll meine Tochter Ihnen jetzt die Hände zeigen? Nee, wir wollen das mal ganz gerne sehen, weil sie versteckt die da so merkwürdig. Nö, das tut ihr sieht nicht. Ein bisschen rot, rötlich, rote Farbe. Andere Seite, ja. Ja, so, jetzt rote Farbe. Also rote Farbe. Ja. Mir ist gestern Nagellack ausgelaufen, als ich meine Nägel lackieren wollte. Also ich bin jetzt keine Frau, aber ich denke mal, dass man Nagellack nicht auf der Hand verschüttet, oder? Genau. Ja, vor allem ihre Nägel. Schauen Sie mal. Nee, es war ein Missgeschick. Da kann ich. Haben wir auch folgendes Missgeschick. Folgender Zufall, der uns so ein bisschen hier nicht daran glauben lässt, weil die Bank zufällig die gleiche Farbe hat wie an ihren Fingern die Farbe. Vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Ja, sagen Sie bitte. Ich habe ja gestern die Bank gestrichen und dann waren wir ja gestern Abend noch aus, meine Frau und ich. Ja. Deswegen ist sie noch im Bett. Ja. Vielleicht wollte meine Tochter das Werk vollenden. Kann ich ja nicht sagen, aber ich versuche das mal zu rekonstruieren. Ich vermute, dass Sie diese Farbe hier genommen haben, rübergelaufen sind und dann das Wohnmobil, vielleicht auch mit Freunden, mit den zwei netten Herren, was an Wohnmobil geschmiert haben. Sie könnten, ja, passen wir mal auf. Folgendes, vermute ich jetzt mal. Folgendes machen wir mal jetzt. Wir tun jetzt keine. Wäre ganz. Selina, ist richtig, ja? Ja, wäre ganz nett, wenn die Selina vielleicht mal mit zu uns zum Streifenauto kommt. Wir haben da vielleicht noch zwei Herren, die wir vorstellen möchten. Ja. Die Beamten wollen das Mädchen direkt mit den beiden Tätern konfrontieren. So soll sich herausstellen, ob die drei sich kennen und die Tat gemeinsam begangen haben. Doch dann bricht die Jugendliche plötzlich ein und macht ein schockierendes Geständnis. Papa, das war gestern Abend, als ich vom Turntraining kam. Du weißt doch, dass der Markus mein Trainer ist. Und unser Nachbar, Markus? Ja, und dann waren wir gestern beim Training und dann bin ich nach Hause und dann war er da an seinem Wohnwagen. Und, aha, okay. Ja, und dann haben wir halt uns normal unterhalten, wie das halt immer so passiert und man versteht sich auch gut. Und dann hat er gefragt, ob ich mir den Wohnwagen nicht mal von innen angucken kann. Und dann, warum? Er wollte mir das nur zeigen, weil er doch mit seiner Frau wegfährt und dann wollte mir den zeigen und dann bin ich natürlich mit reingegangen. Ja, und dann? Dann hat der Markus mich angefasst und wie mich bedrängt und mich geküsst. Und was hat er gemacht? Ja, er wollte. Unser Nachbar Markus, der hat dich bedrängt? Ja, und dann habe ich halt die Farbe genommen und ihm. Ich wollte halt, dass jeder sieht, was er macht mit mir. Boah, das geht ja gar nicht. Ich wollte. Ja, wir gehen jetzt rein. Halt da! Du machst das! Hey. Was ist nur meine Tochter dran? Die Ehefrau des angeblichen Vergewaltigers hat durch den Tumult mitbekommen, was ihrem Mann vorgeworfen wird und ist fassungslos. Okay. Und sonst ein 113er. Widerstand gegen Hochtrempfbahn. Dann ziehe ich ihn zur Verantwortung. Aber Selina, ich kann mir das bei Markus nicht vorstellen. Auf Wiedersehen, bitte. Wir kommen nachher auf Sie zurück. Das war's. Selina, hat er nur versucht oder hat er irgendwas gemacht? Das wäre jetzt noch wichtig zu wissen, wenn du drüber sprechen kannst, natürlich. Hey, Selina, ich kann mir das bei meinem Mann nicht vorstellen. Hey, komm. Selina, es war so. Wir gehen mal zum Auto, schauen mal nach, ob sie die Jungen herkennen. Der Markus, der hat nichts gemacht. Der hat nichts gemacht? Ich hab gelogen. Aber warum machst du das denn? Was ist das denn? Okay. Es war so, ich konnte einfach nicht sehen, wie er mich abweist. Ich habe mich einfach in Markus verliebt.
Und dann wollte er mit dir 4 Wochen in Urlaub fahren und ich konnte es nicht verkraften. Ich bin gestern Abend nach dem Training dahin gelaufen. Und dann... Ja, dann war das so, er war halt am Wohnwagen. Aber nicht er hat mich gefragt. Wir sind zusammen in dem Wohnwagen und dann habe ich ihn... Dann wollte ich ihm einfach erzählen, was ich für ihn fühle. Und er hat mich zurückgewiesen und dann... Ich verstehe. So, junge Frau, was können Sie uns zu den beiden Herrschaften sagen? Ich habe Sie ja vorhin gefragt, ob Sie den Boris kennen und einen... Ja, ich kenne den Boris. Wie kennen Sie zu den beiden? In welcher Beziehung? Boris ist der beste... Der Bruder von meiner besten Freundin. Ah, den haben Sie wahrscheinlich davon erzählt. Ich vermute mal, sie hat ihrer besten Freundin das erzählt, mit dem Vergewaltigung, in Anführungsstrichen. Genau, so ist das gelaufen. Und dann ist das Ganze ins Rudern gekommen. Ich habe Boris gestern Abend angerufen, nachdem... Sie haben Boris angerufen, ja. Nachdem Markus mich zurückgewiesen hat und habe ihm erzählt, dass Markus mich vergewaltigt hat. Und weil ich genau wusste, wie Boris reagiert und ich wollte einfach nur Rache. Ich wusste doch nicht, dass sowas passiert. Ja. Jetzt ist der alles. Der verletzte Stolz der Jugendlichen hätte fast ein Menschenleben gekostet. Die Polizisten bestellen sie und ihren Vater für den Nachmittag zur Vernehmung auf die Wache. Alles klar, wir gehen jetzt noch mal zu Markus. Sie, ja, kommst du bitte mit? Gehen nach Hause. Ja. Das wäre sehr nett. Ja. Und alles Weitere kommt dann, okay? Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und dann gucken wir mal ganz entspannt weiter. Es wird zunächst einmal überprüft, was für Straftaten vorliegen. In diesem Fall eben Sachbeschädigung und gefährliche Körperverletzung. Das wird im Fall von Selina eine Anstiftung sein, beziehungsweise eine Mittäterschaft. Sie hat eine passive Einwirkung darauf und die zwei Herren eben eine aktive Einwirkung darauf. Hallo. Alles in Ordnung? Geht es Ihnen wieder soweit gut? Es geht wieder, ja. Okay. Ich habe gerade alles gesagt, ja. Ich wollte es dir erstmal nicht erzählen, weil ich wusste nicht, wie du darauf reagierst. Weißt du? Und sie hat mich gestern Abend angemacht und ich habe sie halt weggeschickt. Und ich wollte sie halt nicht bloßstellen. Das ist ein kleines Mädchen. Wir waren ja alle mal jung, vielleicht ein bisschen verliebt halt. Ja, aber. In einen Älteren halt. Und ich habe ihr gesagt, das geht so nicht. Ich bin mit dir verheiratet. Okay. Und ich habe gedacht, es hätte sich erledigt. Sowohl das Mädchen als auch die beiden Schläger bekommen wegen ihrer Vergehen Anzeigen und müssen sich dem Urteil des Jugendgerichts stellen. Bei den Verfahren will das Opfer als Nebenkläger auftreten. Bleibende Schäden durch die Attacke muss der Mann nicht befürchten.